Bitte was? Was war das denn gerade? Kann das sein, dass es hier vielleicht andere Indianerstämme gibt und die vielleicht ein bisschen Randale machen? Wieso ist die Tür abgeschlossen? Hä? Hallo? Scheiße. Was ist denn hier los? Altmann, öffne irgendwie diese Tür. Was ist denn hier los? Kann ich ins Badezimmer gehen? Anscheinend nicht, okay. Achso, da sitzt ja die Oma drin, ne? Stimmt ja. Warte mal. Wo war denn nochmal? Hier war das, glaube ich, ne? Okay, da macht, glaube ich, keiner die Tür auf. Warum? Wovor haben die denn alle so Angst? Wovor haben die denn alle so Schiss? Vor was denn? Und hier war der, hier war Opa am Sitzen, ne? Paul? Los, mach auf! Was zur Hölle ist hier los? Geh jetzt zurück in dein Zimmer, sofort! Bitte, Jody. Los, tu es einfach. Was denn los? Ne, ich bin neugierig. Sogar er hat Angst. Na. Also wenn Tiere Angst haben, das heißt schon was. Das auf keinen Fall. Das werde ich nicht tun. Nein. Auf gar keinen Fall werde ich die Eingangstür öffnen, weil die haben nicht ohne Grund Angst. Ich glaube nicht. Obwohl, einerseits denke ich, sie haben zwar nicht ohne Grund Angst, aber wir haben Eiden. Ach komm, scheiß was drauf. Man lebt nur einmal. Und mein DualShock-Controller ist fast leer. Ich sagte, bleib im Zimmer! Was zur Hölle war das? Alter, was war das denn? What the fuck? Alter, was war das denn? Alter! Wow! Um Gottes Willen. Noch mehr Geister? Ich meine, wir haben ja schon einen, aber ganz ehrlich, Alter Schwede. Ich könnte halt überhaupt nicht schlafen mehr. Ganz ehrlich, ich könnte nicht pennen. Ich weiß nicht, wie die das manchmal machen. Naja, es gibt so einige Leute, die das können. So, ich habe mal ganz schnell eben den Controller gewechselt, seit mir die... Weil der fast leer war, ganz komischerweise. Irgendwie, ja gut, ich habe heute schon etliche Sachen aufgenommen, deswegen. Da ist ja natürlich ganz klar, dass dann irgendwann der Controller auch leer ist. So, sehen wir uns mal an. So. Warum ist es so kalt? Oh Gott. Haben wir ihn jetzt heraufbeschworen? Den Indianergeist oder... Auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal hier weg. Ich möchte nicht mehr bleiben. So. Na, hallo? Tschüss. Ich sag auch nicht tschüss, ich gehe einfach. Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke, ich... Das war echt nötig. Na, stell dich mal. Willst du einen Kaffee? Ich... Ich wollte eigentlich gehen. Ja.
Okay, ich glaube, das war ein... Ich glaube, es war ein Fenster. Alter Schwede. Ich glaube, ich gehe jetzt. Huch. Okay. Kann ich mit ihm quatschen nochmal, oder? Ne, anscheinend nicht. Okay. Ja, ich gehe dann mal, ne? So, tschüss. Ich bin dann mal weg. Danke. Hier gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber... Hältst ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Ja. Ja, wieso nicht? Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Cool. Aber ganz ehrlich, die Nächte, ne? Ich würde gerne wissen, was es ist. Alter, jiha! Cowboys! Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Aber natürlich. Klar. Und die Oma sitzt im Rollstuhl und guckt sich den Baum an. Voll geil. So, dann wollen wir mal ein bisschen arbeiten. Das sieht immer so leicht aus, aber das ist eine schwere Arbeit auf einer Farm, ganz ehrlich. Das ist echt eine schwere Arbeit. Das mag man gar nicht glauben. So, dann wollen wir mal. Vor allem bei der Hitze. Na? Sie ist jetzt schon fertig. So, du bleibst da so eine Weile. Das scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist danke, gut, Judy, wenn jemand hilft. Oh. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Mhm. Ach, das ist die Heuscheune. So. Na, wenigstens haben wir ein Dach über den Kopf und auf jeden Fall was zu essen und was zu trinken jeden Tag. Das ist doch schon mal super. Kann man eigentlich mit ihr reden? Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Sie ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Ja, ist ja nicht sehr gesprächig, hatte er ja gesagt, ne? Die muss irgendwas gesehen haben oder so, oder irgendwas erfahren haben, was sie halt zum Schweigen gebracht hat. Ich vermute, dass es das war, was es, ja, was in der Nacht passiert ist. Ich, ja. Bin da sehr gespannt. Da oben ist Heu. Dann wollen wir mal. Hilf mir, Aiden. Okay. Dafür bin ich wieder gut genug, oder was? Ganz sachte, Aiden. Nur ein Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Ja, ist doch gut. Mach mal locker. Na, nein, nein, das. Aber wir können gleich mal Aiden mal was ausprobieren. Ich würde gerne gleich mal was testen, wenn das geht. Langsam, Jody. Hey, Jody! Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Voll geil auf der Fahrt. Das erinnert mich unheimlich an Shenmue. Also wer die Spielereihe Shenmue kennt, das habe ich so gefeiert. Auch dieses Arbeiten und so und tralala. Ich bin sehr gespannt auf Shenmue 3.
bin ein großer Fan der Reihe. Pack's irgendwo hin. Danke. Du kannst. Puh. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich hab hier noch zu tun. Okay, na dann. Okay. Aber ich würde gerne nochmal eben was ausprobieren. Zumindest nicht hier, sondern bei der Oma. Ich würde gerne bei der Oma was ausprobieren. Oma, ich komme. Oma. Bemerkt sie uns vielleicht? Nein. Okay, ich dachte, sie merkt vielleicht irgendwas. Setz dich doch. Danke. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde. Ich hab die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Hm. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Als ich bei der Tür war letzte Nacht, habe ich was gesehen. Ich bin mir sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. War bestimmt ein Traum. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Was will er denn von mir? Also behalte deinen Scheiß für dich. Angeber. Und hör auf mit den blöden Fragen. Ich darf doch wohl fragen, was nachts passiert ist, oder nicht? Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Arschloch. Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja, ich schätze, ich mach lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns. Jupp, bis später. Ciao. Im Hintergrund. Na toll, Jody. Was denn? Mal sehen, was Jay macht. Blöder Sturkopf. Nie wieder mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Ashki. 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 Hallo, Ashki. Hey, Ashki. Ashki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Hey. Siehst du, Ashki? Gar nicht so übel, oder? Dann gib's zu. Du magst mich eigentlich, ne? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Oh ja. Schon immer mal. Bring ihn auf die Koppel.
Hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Kein Ding. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. Ladies first. Kein Problem für mich. Gehen wir doch mal gucken. Duschen. Kann man eine Runde duschen. So. Guck mal hinter der Scheune. Hier oder was? Das ist eine... Alter, wie geil. Cool. Was eine geile Dusche. Erstmal ausziehen. So, bitte weggucken alle. Ja, unter 18, raus. Dann wollen wir mal. Was war das? Groven? Was steht da? Crone? Crone. Oder Crown? Crone oder Crone? Was heißt denn das? Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Ich glaube, das geht schon wieder los. Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jody. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Ich will's wissen. Ernsthaft jetzt. Ich will's wissen. Was ist hier los? Was ist hier draußen los? Was ist das für ein Sandsturm da hinten? Alter Schwede. Ich geh mal in die Scheune. Also wenn ich da hinkomme. War das so eine gute Idee? Ich weiß das gar nicht. Ja, hallo. Ich sehe hier nichts. Okay, ich gehe durch die Leiter. Okay, in der Scheune ist nichts. Aber was ist denn hier draußen? Ist das nur ein Sandsturm oder nicht? What the fuck? Was? Was ist das denn? Ich glaube, er hat mich gesehen. Lauf. Nein, aua. Ich
Ich sehe nix. Ich sehe nix. Aua, Alter. Aua. Aua. Ja, erstmal im Scheißhaus verstecken ist, glaube ich, eine gute Idee. Nein! Nein! Oh Gott. Oh Gott, Hilfe! Hilfe! Was ist denn das? Boah, bloß weg hier. Alter. Nein, nein, nein. Alter, hör auf. Lass mich. Lass mich. Wow. Ich seh nix. Was ist denn das? Kann Aiden nicht helfen? Aiden! Aiden, hilf mir! Hö, ich seh nicht. Ja, ich seh. Oh, die beschützen mich gerade, glaube ich. Okay. Das sind also die Beschützer. Ich dachte erst, er wäre der Böse. Jody! Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer! Du könntest tot sein! Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit! Sag mir endlich, was hier los ist! Es ist Yeizo. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Das glaube ich auch.